Seid ihr herzlich willkommen. Eine aktuelle Liebesorakel. Das kann sein, dass ein bisschen laut ist im Hintergrund. Ich sitze im Büro und das Tür wackelt hin und her, aber wir haben gerade auch heftige Wind hier auf Mallorca und ich muss dazu sagen, Monat September war nichts Besonderes warm. Es hat viel geregnet, war auch kalt, richtig Herbstwetter. Jetzt tagsüber ist schon sonnig, aber sehr windig. Und jetzt schauen wir an, was die Karten zeigen, seinen Gedanken, seinen Gefühlen und was er tun wird. Seine Gedanken sehen wir in der Mitte hier oben und unten. Das Haus kann sein Zuhause sein oder dein Zuhause und er möchte dich besuchen. Das Haus kann auch bedeuten, er möchte mit dir zusammenziehen oder kann familiäre Themen auch bedeuten. Im beruflichen Ebenen entweder Arbeit von zu Hause aus oder er möchte etwas aufbauen. Und Hund kann Haustier sein oder seine Treue. Er ist treu zu dir oder er hat Pläne, was das Haus betrifft und er bleibt dabei. Er ist treu zu diesem Gedanken. Dieser Hund kann Freundeskreis, Bekanntenkreis auch bedeuten. Vielleicht besuchen ihn seine Freunde. Seinen Gefühlen sehen wir hier. Er steht hier im Mittelpunkt. Er braucht Aufmerksamkeit. Und dieser Blumenstrauß bedeutet sein Geschmack oder er möchte etwas verschönern, zum Beispiel in sein Haus. Wir sind gerade auch dabei, ich und mein Mann. Wir machen jetzt ganz Großputz überall und neue Einrichtung und haben wir auch neue Ideen. Und das möchten wir noch jetzt verwirklichen, September, Anfang Oktober, das dann im Winterzeit schön gemütlich haben. Ich freue mich schon drauf. Also er möchte auch etwas verschönern. Was dieser Blumenstrauß noch bedeuten kann, deine Schönheit, deine Weiblichkeit oder ein Geschenk oder eine Einladung. Und dieser Baum zeigt die Stabilität, angekommen zu sein, verwurzelt zu sein, bedeutet auch Heilung, Heilkraft, Heilenergie. Wenn jemand in seiner Familie krank war, dann bringt dieser Blumenstrauß Glück und kommt Heilung. Was wird er tun? Das sehen wir hier. Er ist auf dem Weg zu dir. Und dieser Weg, hier blüht auch etwas auf, zeigt auch die Zukunft und hier die Öffentlichkeit, Ansehen, Anerkennung, Chancen, Möglichkeiten. Und die Sterne bringen auch Glück, was euren Lebensweg, was euren Zukunft betrifft. Und schauen wir an, was die Karten noch zeigen. Die Fische zeigen die Finanzen und das Geld bleibt treu bei ihm erhalten. Die Fische bedeuten aber Wertschätzung und er bekommt Anerkennung, Wertschätzung. Oder er verbessert sich die Finanzen. Oder er investiert Geld für seine Selbstständigkeit oder in sein Zuhause. Das Kind bedeutet ein Neuanfang oder die Verbindung zum Kinder. Er
Er erscheint wieder hier im Bild, also er steht wirklich im Mittelpunkt. Kann auch sein, er sucht die Sicherheit, Stabilität, trifft wichtige Entscheidungen, ist auch geduldig. Er möchte etwas aufbauen, was Stabilität bringt. Und die Störche zeigen Veränderungen. Das kann zum Beispiel Umzug auch sein oder berufliche Veränderung. Das Kind und die Störche zusammen können Geburt eines Kindes auch bedeuten. Und hier dieses Kreuz zeigt seinen Glaube daran oder seinen Entscheidungen, weil er erreicht in seinem Lebensweg diese Kreuzung und wird neu orientieren, wie soll das weitergehen, in welche Richtung. Hier öffnet sich ein Tor, das sind Chancen, Möglichkeiten und hat mit euren Liebe was zu tun. Diese Sense kann die Hindernisse entfernen, das trennen und bringt auch plötzliche, unerwartete Ereignisse. Kommt ein Schwung in euren Leben und die Sterne zeigen, das bringt auch Glück. Nochmal, das Hund, genauso wie hier auch, kann Haustiere sein, kann Freundschaft sein und zeigt auch die Treue. Er ist treu zu dir oder er hat eine Idee oder er besitzt etwas und das bleibt treu erhalten. Sein Gegenwart wieder die Blumenstrauß, sein guter Geschmack. Oder er will was verschönern. Oder ist er kreativ. Oder zeigt deine Schönheit, deine Kreativität. Oder er kommt und bringt Geschenk mit. Dein Gegenwart bringt Glück, kommt eine glückliche Wende. Und hier blüht alles auf. Und das war diese allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, so ist gerade, es besteht die Möglichkeit, dieser Orakel zum Buchen oder eine andere. Mein Honorar beträgt 10 Euro aus der Schweiz, 12,50 Euro. Und ich wünsche euch alles Gute. Und alles Liebe, eure Dendera.